Welcher Zustand in der Materie könnte derartig unwahrscheinlich sein, dass Heim ihn die empirische Schwierigkeit nennen musste für die Beschreibung der materiellen Erscheinungen der Welt? Na klar, die alte, unverschämte Anomalie der Naturwissenschaften Leben. In diesem Video wollen wir uns anschauen, welchen Platz das Leben in unserem hierarchisch geschichteten Wirkgefüge der Welt einnimmt. Hallo und herzlich willkommen zu Sechs Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Videoreihe über die Schichtung der Welt. Falls ihr die vorigen Videos noch nicht gesehen habt, am besten ihr guckt erstmal die gesamte Playlist, damit ihr auch auf dem Stand seid, auf dem wir heute weitermachen. Wenn wir Leben nicht als erstes abtöten und sezieren, dann sehen wir ganz klar und ziemlich schnell, es verhält sich völlig anders, als wir es aus unserem Bereich der unbelebten Materie gewohnt sind. Es hat buchstäblich ein Eigenleben und tut, was es will. Nun können wir natürlich hergehen und es, wie gesagt, sezieren und wir können die Wirkmechanismen, die chemischen und physikalischen Gesetze, die da in den Zellen sind und so weiter, die können wir sehr genau angeben mittlerweile, auch viel genauer als Heim seinerzeit an Wissen zugänglich war. Aber wir stoßen trotzdem immer wieder auf diese schon beschriebene Schwierigkeit. Wir haben ein Gesamtes, das sich nicht aus der Summe der Einzelteile herleiten lässt. Dieses Totalitätenschema für die unbelebte Materie, das hatte ich euch gezeigt. Also der Bereich der Physis, und den nennen wir jetzt einfach mal Physis Alpha. Diesen Bereich, den hatten wir abgeschlossen, und jetzt wollen wir uns ansehen, wo Heim den Sprung macht zur belebten Materie. Und zwar macht er ihn bei den belebten Makromolekülen. Lebende Enzyme, informationstragende DNA. Deren Eigenschaft an Lebendigkeit beschränkt sich ganz einfach auf ihre katalytischen Eigenschaften oder autokatalytischen Eigenschaften. Sie bestehen aber aus Einzelteilen, die wir als Elemente der Totalität 5 oder eventuell auch 6 auffassen können, also aus einzelnen kleineren Molekülen. Und deswegen ist der Sprung gerechtfertigt zu sagen, wir bewegen uns jetzt auf einer Totalität 7. Die hat im Übrigen nichts mehr zu tun mit dieser Pseudototalität 7, die wir eingeführt hatten, um die menschengemachten Artefakte zu charakterisieren. Wir wollen uns jetzt mal die Enzyme angucken. Dieser Sprung, der äußert sich in zwei Besonderheiten, zwei Anomalien. Das erste, das ist die Faltung des Enzyms. Ein Enzym ist, wenn man es als tote Materie betrachten würde, dann wäre es einfach nur eine Kette von Aminosäuren, die aneinandergereiht sind. Aber es ist auf eine ganz bestimmte Art gefaltet, die es ihm ermöglicht, seine biologische katalytische Funktion auszufüllen. Die Sache ist, rein statistisch, thermodynamisch, ist es extrem unwahrscheinlich, dass diese Faltung zustande kommt. Eigentlich müsste die absolut überwiegende Anzahl der Enzyme, die in einer Zelle produziert werden, Müll sein, mehr oder weniger. Sind sie aber nicht. Es ist der überwiegende Teil der produzierten Enzyme ist richtig gefaltet. Woran liegt das? Man hat da Mechanismen gefunden, sogenannte Chaperone entdeckt. Das sind andere Enzyme, die das neue Enzym bei der Faltung unterstützen und also dafür sorgen, dass es in die richtige Konformation gerät. Da möchte ich gleich mal einwenden, wo ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass diese Chaperone richtig gefaltet sind? Das muss doch auch irgendwo herkommen. Chaperone ist übrigens vom englischen Wort Chaperon, das heißt Anstandsdame. Also denkt bitte bloß nichts Unanständiges, wenn ihr auf diese Anomalie stoßt. Besser, man guckt da nicht so genau hin. Die zweite Anomalie, das ist die Enzymaktivität. Man hat eigenartigerweise festgestellt bei diversen Versuchen, dass Enzyme, die meinetwegen andere Proteinketten verdauen, dass die selbst dann, wenn man die entscheidenden katalytischen Teile des Enzyms zerstört, durch genetische Manipulation im Herstellmechanismus, selbst dann, wenn man diesen Teil zerstört, dann hat das, was da entsteht, eine Restaktivität. Und da wusste man sich auch erstmal keinen Reim drauf zu machen. Man hat das dann erklärt mit, ja, irgendwie ist die Oberfläche, hat noch welche katalytischen Eigenschaften zusätzlich, aber auch da. In diesen beiden Fällen kommt es eigentlich auch selber hinaus. Man braucht einen zweiten Mechanismus, der aus dem Basismechanismus nicht herleitbar ist. Nun macht Heim aber nichts anderes.
Er bietet auch einen anderen Mechanismus an. Nur ist dieser wesentlich eleganter und stimmiger, als das diese Erklärungen sind, die man bisweilen hört. Zu diesem Mechanismus kommen wir übrigens im nächsten Video. Nun hatte ich auch noch von DNA eben gesprochen. Das ist aber ein so interessanter und so besonderer Mechanismus, der gehört in mindestens ein anderes separates Video. Ist versprochen, habe ich noch im Hinterkopf. Jetzt haben wir also diesen Sprung gemacht von der unbelebten zur belebten Materie und sind auf unserer Totalität 7. Und jetzt können wir, könnt ihr euch schon denken, dieses Spiel fortsetzen. Wir bauen aus den Einzelteilen, den biologischen Letzteinheiten gewissermaßen, dann bauen wir jetzt komplexere Strukturen auf, die immer wieder ihre eigenen Wirkgesetze natürlich haben, die aus den unterliegenden Stufen nicht herleitbar sind. Schauen wir uns mal an, was in der Totalität 8 liegt. Wenn sich ganze Anzahlen von DNA und oder Enzymen, Proteinen zusammenlagern, dann können zum Beispiel Viren entstehen oder die Chromosomen in unseren Zellen. Totalität 8. Als nächstes Totalität 9. Nun können sich diese Teile der Totalität 8 zusammenlagern zu ganzen Wirkkomplexen. Und die können bereits primitive Zellenformen ergeben. Archäen oder auch die Chloroplasten in Pflanzenzellen oder Mitochondrien in tierischen Zellen. Gehen wir in großen Schritten weiter. Totalität 10. Darauf liegen zum Beispiel normale Bakterien, prokaryotische Zellen, das heißt Zellen ohne festen Zellkern. Die Bakterien in eurem Darm zum Beispiel. Gehen wir zur Totalität 11. Das sind jetzt unsere eukaryotischen Zellen, Zellen mit Zellkern, also Pflanzenzellen und auch unsere eigenen Körperzellen. Totalität 12. Jetzt können wir langsam das Mikroskop verlassen. Jetzt lagern sich nämlich unsere Zellen zusammen zu einem homogenen Gewebe. Zum Beispiel können Algen diese langen Fäden bilden. Oder Pilze können ein riesiges Myzel bilden. Ja, das Ganze sind noch nicht vom Mikroskop weg, aber spätestens jetzt. In der Totalität 13 können sich jetzt aus unseren homogenen Geweben heterogene Gewebe zusammenlagern. Und dann entstehen zum Beispiel schon höhere Pflanzen oder höhere Pilze. Totalität 14. Jetzt sind wir schon bei primitiven Tieren oder etwas, was man vielleicht als Organe, einzelne Organe in unserem Körper identifizieren würde. Als einfache Tiere sind dann zum Beispiel so Röhrenwürmer, Quallen oder Korallen. Oder eben auch unser Herz, unser Gehirn, unsere Niere. Ihr merkt, ich sage immer schon, ein Bestandteil, was diese Totalität als Bestandteil der nächsthöheren sein könnte. Denn die nächsthöhere ist jetzt Totalität 15 und das ist unser abgeschlossener tierischer Körper. Das sind unter anderem wir selbst. Und das war bereits die gesamte Einteilung unseres Bereiches des BIOS und den nennen wir jetzt einfach Beta. Der umfasst 9 Totalitäten von 7 bis 15. Von den einfachen primitiven Enzymen bis zu uns selbst. Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Burkhard Heim hat sich das sehr genau überlegt, diese Einteilung. Heißt aber nicht, dass die in Stein gemeißelt ist. Natürlich kann man immer mal wieder sagen, da sind Sachen, die sind nicht ganz eindeutig zuordnenbar oder vielleicht verschiebt sich was mit neuen Erkenntnissen. Denkt immer daran, das Kriterium für die Einteilung in Totalitäten ist die, dass man bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Gesetze in der Sprache sozusagen des einen Bereiches nicht mehr verstehen kann, dass man etwas Zusätzliches dazu nehmen muss, immer dann betritt man einen neuen Bereich. Diese Einteilung ist, wie gesagt, nicht abgeschlossen, aber sie ist eine sehr gute und sehr gut durchdachte Arbeitshypothese. Damit sind wir mit der Beschreibung unserer materiellen Erscheinung in der Welt schon am Ende. Wenn euch jetzt noch Sachen einfallen, die vielleicht nicht vorgekommen sind oder wo ihr unsicher seid, wo das hinkommt. Am besten, ihr schreibt das in die Kommentare, da gehe ich gerne nochmal separat darauf ein. Wir haben es also kennengelernt, den Bereich Alpha, den der unbelebten Materie, die Physis. Dann haben wir kennengelernt den Bereich Beta, der BIOS, das Leben. Und als nächstes kommt natürlich der Bereich Gamma. Was das ist, darauf dürft ihr gespannt sein im nächsten Video dieser Reihe bei 6 Dimensionen in Farbe.